bist es wirklich. Du bist endlich wieder bei uns. Ja. Feiern wir. Sie. Du holst dir den Thron. Wir fangen neu an. Du und ich gegen die Welt. Ja, genau so wie früher. Ich werde nicht bleiben. Ich verstehe nicht. Du bist hier. Zusammen könnten wir uns vielleicht alles zurückholen. Ich habe das Meine gerade zurückbekommen. Ich habe noch viel zu tun. Du hast gesehen, was von der Welt übrig ist, ja? Bedeuten wir dir denn wirklich so wenig? Du zweifelst an meiner Loyalität? Warnerheim ließ mich damals im Stich. Ach, führen wir wirklich immer noch diesen alten Streit? Es war meine Pflicht, so viele unserer Leute zu retten wie möglich. Meine Verantwortung. Eine, die du damals nicht ernst nahmst. Und wie es aussieht, heute auch nicht. Glaubst du, das ist ein Spiel für mich? Ja. Die Truhe ist wieder da. Möchte ich looten? An diesen Wahnsinnigen verloren, den du Ehemann nanntest. Die Familie des Mannes zündete mich an. Wie sollte ich deiner Meinung nach bitte reagieren? Wie mein Bruder. Wie der Junge, der mir immer den Rücken freigehalten hat. Und den ich immer unterstützt habe. Wie egoistisch er auch war. Ich hatte erwartet, dass du zu mir kommst. Dass egal wie verletzt oder wütend, du mich nicht im Stich lässt, als ich dich so sehr brauchte. Freya, bitte. Ich dachte, du wärst tot. Ich musste ein Leben lang mit meinen letzten bösen Worten zu dir leben. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu wissen, dass dein Egoismus die wichtigste Person in deinem Leben verletzt hat. Im Stich gelassen. Oh, Freya. Ich trauerte um dich. Ich so vermisst. Und jetzt alles Sweet Home Alabama. Und ich dich irgendwie. Aber ich werde mich nicht an eine andere Welt binden, wenn ich endlich frei bin. Doch ich schicke Hilfe. Und ich komme zurück. Versprochen. Ist schon lange nicht mehr dein Zuhause, oder? Tu, was du tun musst. Na gut, na gut. Das reicht jetzt. Habt ihr alle nichts Besseres zu tun, als Familienangelegenheiten anzugaffen? Na los, ihr zwei. Du nicht. Das ist für die Midgard-Family. Erstens, holt euren Ersatzkopf ab. Ersatzkopf. Ist das da Siegelmagie an deinem Bogen? Nein, ich will die zur Kiste. Wie wär's dafür mit ein bisschen Schallzauberei als kleine Gegenleistung? Also gut. Und drittens, wunderbarer wenn ihr nicht Bogen. Hier bleiben wollt, sollte ich wohl erwähnen, dass Sindri und ich zufällig eine Absteige für arbeitslose Götter betreiben. Wenn ihr also fertig seid, euch in Midgard den Hintern abzufrieren, kommt vielleicht mal mit Barty da euren alten Kumpel Tier besuchen. Das ist sehr freundlich, Brock. Vielleicht mache ich das. Also gut.
Wir treffen uns dann beim Haus. Es sei denn, ich soll erst noch irgendwas reparieren. Na schön. Willst du unsere neuen Freunde treffen oder gehen wir? Yeah. Verzeihung, könnt ihr alle mal bitte aufhören und einer Dame aushelfen? Bitte was? Willst du eine Rumlungern oder machen wir auch irgendwas? Also, ich bin das Flussdelta so oft rauf und runter gefahren. Als ja. Odins Armee in die Stadt kam, war ich schneller weg als ein Tatzelwurm mit brennendem Schwanz. Ich war so geschockt, dass ich ein paar unersetzliche Dinge dort ließ. Was für unersetzliche Dinge? Also, eigentlich nur eins. Eine Kugel. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr sie findet. Was ist das? Und wenn ihr auf eins meiner alten, wunderbar verrosteten Rüstungsteile stoßt, dann bastle ich aus den Trümmern etwas ganz Besonderes für euch. Was ist das für eine Kugel? Bringt sie einfach her und ich werde vor Glück jauchzen. Nee. Es sind Liebeskugeln. Und denkt nach meiner alten Rüstung Ausschau zu halten. Ich repariere sie für euch. Kostenlos. Was glaubst du, nach was für einer Art Kugel wir überhaupt suchen? Ich weiß es nicht. Ich will's nicht wissen. So, Levetalax verbessern. Ich genug Ressourcen. Dann machen wir den noch. Den rüsten wir auch gleich aus. Ah, Steinholz brauchen wir noch. Ausklingen, verbessern. Der ist besser, der ist besser. Betäubungsschaden gegen Gegner. Gewähren eine Gabe, die Stärke. Wirbelchaos und Ausweichglut. Ausweichangriffe verursachen mehr Schaden und Schaden. Gerne doch, mein Jutster. Oder ich mach das. Wäre auch möglich. Von A oder B will ich C. Sie hat ein reines Herz. Glaubt an deine Güte, wenn du es nicht tust. Wer redet da eigentlich die ganze Zeit? Es ist Freyr. Aber. Ach so, das sind die. Sind die Rüstungen. Ja, das könnte eine gute Rüstung abgeben. Von mir aus kann's losgehen. Ja, wir brauchen noch zwei, ne? Und dann noch das. Ich hab zwar keine Ahnung, was es bringt, aber. Und etwas für Freya? Suchst du was Bestimmtes? Ich verstehe mal. Zu der Göttin. Das lenkt zumindest die Aufmerksamkeit von deinem Gesicht ab. Alter. Da steht dir sogar eigentlich ziemlich gut. Und lass dir es bloß nicht sagen, ich könnte nicht auch gute Feinarbeit machen. Wirksamkeit. Ausgefallen. Nee. Ja, dann können wir nicht. Hast du einen Wunsch? Überragender Wiederaufstehstein. Einfach Aufstehstein. Keine Erstattungen. Was habe ich jetzt für ein Schild? Okay, immer noch den gleichen. Gut. Ich dachte schon. Nahkampfschaden. Da. In seiner Gesundheit über. 75% liegt, kann ich mit den anderen nicht noch reden. Bye. Was macht ihr hinten? Sei nicht frech. Um Hilfe bitten ist frech? Ja. Euer Bündnis ist ungewöhnlich. Ich glaube, Kratos möchte damit sagen, er hat Licht- und Dunkelalben noch nie zusammenarbeiten sehen. Ein willkommener Anblick. Eines Tages hoffentlich kein seltener mehr. Nimir sagt, du bist so etwas wie ein Abenteurer. Falls dich dein Weg jemals in die verbotenen Sande in Alfheim führt. Umstrittenes Gebiet, jenseits des Ödlands. Es gibt Gerüchte über ein Heiligtum und Artefakte, die Ältesten geheim halten wollen.
Alles, was Licht in unsere Geschichte bringt, würde Alfheim zugutekommen. Licht in die Geschichte bringen? Klingt wie ein Abenteuer nach meinem Geschmack. Das Wissen um die gemeinsamen Vorfahren der Alben brachte uns zusammen. Geschichten über Alfheim vor der Trennung von Licht und Dunkel. Ein großes Tabu. Das hielt dich nicht davon ab, sie herumzuerzählen. Weshalb du im Gefängnis landetest. Und dort lernten wir uns kennen. Zuerst Bela und Bigvir. Wir flohen als Freunde. Mehr als Freunde. Das reicht jetzt. Schon gut. Viel Glück da draußen. So, hast du noch was zu sagen? Hey. Schön, dass ihr Erfolg hattet, wobei auch immer du ihr geholfen hast. Gerne doch. Ich verstehe dich zwar immer noch nicht ganz oder deine Absichten, aber solange du ihr den Rücken frei hältst, halte ich deinen frei. Hey, danke. Das ist echt nett von dir. Die Wahrheit? Ich spüre immer noch seine Anziehung. Wenn man ihm nahe ist, will man nichts anderes. Und wenn man ihm fern ist, zählt man die Stunden, bis man wieder vom Licht kosten kann. Ah. Andererseits bereitet das Licht kein gutes Essen zu. Es spielt keine Musik, erzählt einem Witze oder zeigt einem neue Perspektiven. Es lässt einen auf der Stelle treten. Je weiter ich davon entfernt bin, desto mehr erkenne ich, was es wirklich ist. Und ich brauche es nicht mehr. Ui, hochgesagt. Na gut, Freya, wir gehen. Freya. Nein. Gehen wir? Ich erinnere mich, wo ein Tor sein müsste. Folge mir. Ihr scheint ja gut miteinander auszukommen seit eurer Mission. Darf ich hoffen, dass diese Allianz doch von längerer Dauer ist? Wir haben wohl einen gemeinsamen Feind. Kratos. Vielleicht glaubst du nicht, dass Ragnarök unabwendbar ist. Aber du bist klug genug, um Odin als Bedrohung zu sehen. Egal was kommt, wir überleben am ehesten, wenn wir zusammenarbeiten. Stimmst du mir zu? Das tue ich. Und was Brocks Angebot angeht. Du kannst dir vorstellen, mit deinen früheren Feinden unter einem Dach zu leben? Verlockt dich das nicht mehr zu fürchterlicher Rache? Nicht an euch. Keinem von euch. Ihr habt mein Wort. Freya schließt sich Kratos an. Durch Freyas Bündnis werden neue Kampfausrüstungen und ein einzigartiger Fähigkeitsbaum freigeschaltet. Ihr Schall- und Siegelpfeil und Siegelpfeile öffnen neue Möglichkeiten in Schlachten und Rätseln. Ah, Schwert. Und magische Fähigkeiten. Dann Freyas Rüstung, die Fähigkeiten. Ja, müssen wir. Freya müssen wir natürlich auch noch den guten Shit kaufen. Rüstung, Freyas Rüstung. Krieger Kampfanzug. Gesprochene Qualenwaffe. Nee, doch lieber das. Accessoire. Wissen in der Siegelverstärkung. Status. Betroffen fügen erheblich mehr. Links hinzu. Wenn eine Rundenbeschwörung in der Abschnittzeit ist, wird die Rundfelder ausgelöst. Status wesentlich erhöht. Hört sich doch gut an.